Hallo und willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Ich bin ziemlich aufgeregt und habe erstmal jetzt ewig gebraucht, um den ganzen technischen Kram einzurichten. Habe mich da mit Open Broadcaster Studio rumgeschlagen und benutze aber jetzt die Nvidia GeForce Experience, also von Nvidia, das Programm, mit dem man bestimmte Spieler, die von Nvidia unterstützt werden, direkt über das Spiel selbst aufnehmen kann. Und ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert ohne irgendwelche großartigen Ruckler. Ich habe jetzt nicht den super PC, aber ich versuche jetzt mit den hohen Grafikeinstellungen zu spielen. Ja, also wir sind in Shadow of the Tomb Raider und sind jetzt hier gerade im Menü. Ich gehe mal mit euch in die Optionen und zeige mal, was ich hier bei Grafik eingestellt habe. Also ich bin bei Grafik, habe ich eigentlich nicht ultra hoch, sondern hoch eingestellt. Dann habe ich aber noch die dynamischen Haare habe ich auf niedrig gestellt, weil ich finde das irgendwie besser, wenn man so die einzelnen Haare ein bisschen sieht und das nicht alles wie so eine Matte aussieht. Auch wenn die dann schön sich im Wind bewegen und so, muss nicht sein. Außerdem kann ich so noch ein bisschen Leistung einsparen. So. Okay. Ja, wir können uns jetzt zusammen das Menü noch ein bisschen angucken. Also ich habe in das Spiel schon mal so ein bisschen reingeguckt und so die ersten 10 Minütchen gespielt. Aber das Menü habe ich mir jetzt selber auch noch nicht so genau angeguckt. Also extra Gräber sieht man hier, ist noch nicht da. Kriegt man dann mit dem Season Pass, also zusätzlicher Download Content. Und dann hier spielen sie abgeschlossene Hauptspielgräber in neuen aufregenden Modi erneut. Okay, das könnte zum Beispiel eine Koop-Geschichte sein oder was man so, wie man es in Rise of the Tomb Raider kennengelernt hat, dass man so Challenge gegeneinander antreten kann in Challenges, zum Beispiel mit Steam-Freunden oder so. Community-Zentrum. Da sehen wir mal ein Foto von den ganzen Entwicklern. Das Spiel ist ja diesmal nicht von Crystal Dynamics in den USA entwickelt worden, sondern von Eidos Montreal in Kanada. Und das sind die Herrschaften. Ja, was halt super spannend ist, ist hier der Fotomodus. Und da wird es dann auch einen Fotocontest geben. Den Fotomodus, den schauen wir uns später noch genauer an. Wir gehen erstmal in das Spiel rein. So. Ich gehe nochmal kurz in die Optionen, also Audio und Sprache. Wir haben hier super viele Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, ich mache erstmal Audiosprache, mache ich Deutsch, dann Dialog Echtheit. Die meisten Charaktere sprechen in ihrer Muttersprache für ein vertieftes Spielerlebnis. Das finde ich schon mal cool und das würde ich auch drin lassen, denn man kann im Untertitel, kommt man es eh übersetzt angezeigt. Textsprache lassen wir auch auf Deutsch. Synchronsprecherin ist wieder im Deutschen die Synchronstimme von Jennifer Lawrence. Untertitel. Ja, mach ich aus. Lass ich aus. Untertitel für alle Gespräche in der Nähe an. Lasse ich auch aus. Gehörlos aus. Dynamikbereich. Niedrig bei minderwertigen Lautsprechern. Naja, ich lasse mal auf niedrig. Ich habe jetzt nicht das mega Headset. So. Ja. Sprache ändern. Und
Gameplay-Einstellungen. Kamera automatisch zentrieren, machen wir an. Kamera können wir reduzieren an, weil da reagiere ich immer super empfindlich drauf. Genau, und hier kann man so hinsichtlich barrierefreiem Spielen und so, kann man zum Beispiel einstellen bei so Quicktime-Events, wenn man gezeigt hat, man soll zigmal Taste E drücken, kann man auch auswählen, dass man das nicht ständig drückt, sondern stattdessen einfach hält, aber die Taste E dann gedrückt hält. Inforahmen brauchen wir nicht. Okay. Bildschirmgrafik hatten wir. Okay. So weit, so gut. Store. Was kommt da? Achso, das ist Steam. Okay. Gut, dann machen wir noch ein neues Spiel. Ah ja, das ist überhaupt die coolste Sache an Shadow of the Tomb Raider. Wir haben super viele Auswahl bei den Schwierigkeitsgraden. Hier können wir erstmal die Gesamtschwierigkeit einstellen. Und zwar einmal einfach einfallsreich, also alles auf einfach. Oder normal oder schwer. Oder sehr schwer, also tödliche Obsession. Und das Besondere ist jetzt aber, dass man das jeweils für die drei verschiedenen Bereiche Kampf, Gelände und Rätsel einstellen kann. Das heißt, ihr könnt also euer eigenes, das, was ihr am liebsten macht, wo ihr gerne Herausforderungen haben wollt, könnt ihr darauf schwer stellen und das, wo ihr nicht so viel Bock drauf habt, stellt ihr auf leicht. Und wir spielen jetzt mal alles auf schwer. Wir probieren es einfach mal und also nicht so mein Ding ist, ist der Kampf. Das heißt, da würde ich dann vielleicht später wieder auf normal zurückgehen, je nachdem, nachschauen. Das ist nämlich auch möglich. Also ihr könnt auch während des Spiels die Schwierigkeitseinstellung ändern, es sei denn, ihr wählt tödliche Obsession. Dann ist alles super schwer und ihr könnt es auch nicht ändern. Ja, und dann kommt ihr hier unten noch angezeigt, was das jetzt eigentlich heißt, welche Auswirkungen das hat. Also zum Beispiel, wir werden keine Gesundheitsregeneration im Kampf haben, weniger Munitionskisten, keine Trefferanzeige im Fadenkreuz, Feinde haben mehr Gesundheit und fügen mehr Schaden zu, können Leerschellner aufspüren, haben keine sichtbaren Silhouetten. Geländeschwierigkeit, keine weiße Markierung auf wichtigen Pfaden und weniger Zeit für Rettungsgriffe. Keine Überlebensinstinkte bei Erkundung und Basislager sind nicht aktiviert. Wie Basislager nicht? Keine Überlebensinstinkte bei was auch immer. Keine Hinweise durch Lara oder Überlebensinstinkte. Weniger Zeit für geteilte Funktionen. Das ist genial, weil ist Geschmackssache. Aber wenn man jetzt vor allen Dingen den ganz alten Tomb Raider Spielen aufgewachsen ist oder damit angefangen hat und das Niveau dieser Spiele kennt, dann ja, ist es einfach cool, wenn man einfach selber entdecken kann, ohne irgendwelche Hilfestellungen. So. Fortfahren. Jetzt geht's aber los. Der Ladebildschirm ist schon mal ziemlich cool. Der Pyramide. Sieht sehr nach Tikal aus. Also ich habe ja schon mal kurz reingespielt und die Ladezeit jetzt, die ist zwar ziemlich lang, aber dafür, wenn ihr im Spiel drauf geht, dann seid ihr ruckzuck wieder drin. Das ist ganz gut. Shadow of the Tomb Raider wurde von einem kunterbunten, talentierten Team verschiedenster Geschlechter, Hintergründe, Ethnien, Religionen, Persönlichkeiten erschaffen.
Obwohl dieses Spiel nicht auf wahren Ereignissen basiert und eine erfundene Geschichte erzählt, wurde es dennoch mit der Hilfe von historischen und kulturellen Beratern entwickelt. Diese Vielfalt und Partnerschaft waren entscheidend in der Entstehung der Welt. Beginnt auch sehr schmerzhaft. Lara fällt ja auch so ein Spieß. Naja, und der Flugzeugabsturz eben ist natürlich vergleichbar mit dem Unglück mit dem Schiff Endurance in Rewood.
Lebensguide. Da kann man nachschlagen, welche Moves es so gibt. Dann gibt es das Inventar, Messer, dient zum Durchschneiden von Seilen und Angriff auf Feinde. Wir haben eine Map. Sind dann wir und das ist unser Ziel. Da können wir jede Mission Herausforderungen anschauen und hier haben wir eben den Trinity ist eine uralte Geheimorganisation unter der Leitung eines den Illuminaten ähnlichen Hohen Rates, der schon vor der Geburt Christi existierte. Sie sind fest entschlossen, jegliche antiken Artefakte auf der Welt zu finden und für ihre Zwecke zu nutzen. Ich mache Jagd auf sie, seit ich herausgefunden habe, dass sie meinen Vater getötet haben. Jonah und ich haben seitdem etliche Trinity-Zellen gefunden, aber sämtliche Ruinen und Gräber, die wir entdeckt haben, waren bereits zerstört, abgesehen von denen in Cozumel. Ich muss rausfinden, worauf sie es abgesehen haben und welches Ziel sie verfolgen. Und dann muss ich sie aufhalten. Okay, wir erfahren hier also schon mal die Motivation, wieso Lara und Jonah hier unterwegs sind. Und wie in Rise of the Tomb Raider geht es wieder um den Trinity Orden. Also sieht schon toll aus. Und wie gesagt, es sind nicht die höchsten Grafikeinstellungen. Ich habe eine GTX 1060. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Das ist eine Spezialität des Spiels. Es geht also viel, spielt sich viel in der Vertikalen ab. Das finde ich auch cool. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Viel Kletter und auch das mit dem Licht hier. Das sieht doch schon schön aus. Das sieht mal schön aus. Könnte ich eigentlich mal ein Foto machen, vielleicht. Nicht. Mal den Fotomodus. Hier mal Fotomodus. So, und dann kann ich nämlich mit der rechten Maustaste, kann ich hier so schwenken. Und mit Y und X kann ich Kamera so verschieben. Was ich jetzt mal. Ich hätte gern den Untergrund drauf und Lara. Und dann kann man das noch so drehen. Ja, okay, das Licht ist jetzt natürlich, kommt jetzt von hinten. Ist jetzt nicht so geil. Blickfeld ist, da kann ich noch weiter weggehen. Ja, mal ganz weg. So. Tiefenschärfe. Das könnte auch nützlich sein.
ich lasse das mal aus. Dann bisschen heller vielleicht. Bisschen mehr Sättigung. Bisschen mehr Sättigung. Und dann haben wir noch Farbfilter. Das hat ja auch irgendwie was. Nee. Das darf nicht ganz gut. Das ist natürlich Lara viel zu schwarz. Sollte man vielleicht Lara ganz schwarz machen, dass es noch so eine Silhouette ist. So ungefähr vielleicht. So. Ist das blöd. Oder lieber viel. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt super hell. Ach, was soll's. Ich lasse mal so. Und dann kann man hier noch Rahmen auswählen. So eine Vignette oder sowas. Ich mach mal hier so einen Movie-Rahmen. Dann kann man noch das Logo einblenden oder nicht. Und die Positionierung. Ach ja. Ja, das ist natürlich eigentlich das Coolste. Das möchte ich euch auch nochmal anders zeigen. Und dann kann man die Bilder, die man macht, kann man später bei diesem Wettbewerb einsenden. So, und wenn man das jetzt aufnehmen will, dann muss ich hier auf User Interface verbergen und dann mache ich einfach mit Steam einen Screenshot. Und das war's. Dann können wir den Fotomodus wieder beenden. Ja, ziemlich nice Sache. Oh, ich zeige euch das mit dem Gesicht jetzt mal zeigen. Also ich gehe jetzt mal nah an ihr Gesicht dran. Und jetzt kann ich hier auf Gesicht gehen und dann kann ich hier nämlich eine Pose auswählen. Näher ran, ein bisschen. So. Guckt mal auf ihr Gesicht. Lächelnd. Glücklich, zwinkernd. Das Zwinkern ist halt schon ein bisschen, sieht ein bisschen komisch aus. Traurig, überrascht, angeekelt. Was ist los? Voll das Pöbelgesicht. Wütend finde ich eigentlich am besten. Also die Idee ist ziemlich cool. Und die Gesichtsausdrücke können teilweise ein bisschen besser gemacht sein. Aber ist schon ziemlich cool. Kann man auf jeden Fall witzige Sachen mitmachen. Wieder UI ausblenden. Screenshot. So. Weiter am Text. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber
Ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Er verwischt hier seine Spuren. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Ich wollte nur mal gucken, ob man auch während so Videosequenzen den Fotomodus benutzen kann. Also das geht wohl auch. Lara! Ich möchte nochmal... Entschuldigung. So. Aber hier kann ich jetzt die Kamera nicht... Ja. Nee, das geht jetzt nicht. Die Kamera kann ich hier nicht bewegen. Aber den Rest kann ich machen. So, und schon ist Lara fröhlich. Oder konzentriert. Total glücklich beim Fotografieren. Und den Jonah, den können wir da wegmachen. So, zack. Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Ist er? Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Hm. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Hm. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Was? Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also, deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Okay. Also das ist auch... Trinitys Leute sind bewaffnet.
Und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Ein richtig schönes Setting. Nur atmosphärisch. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. Wo ist der hin? Suchen wir weiter. Te dije que podía terminarlo todo, ¿no es así? Das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Hättest was essen sollen. Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. Ganz gut, solange ich nicht dran denke. 2x Chips Classic. Sabor Original. Ah, Geschmack. Siehst du was? Nein, such bitte weiter. Ich sehe nicht, suchen wir weiter. Ich habe jetzt keine Zeit, Dr. Dominguez zu suchen. Ich muss mir gehen. Ah, no sé qué puesta de India, qué felicidad. Ahora me relajaré. Was guckst du da? Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Du hast Eindruck, Jonah. Er ist am Tor. Ich sehe. Das ist Dr. Dominguez. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder? Wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Hey, Moment, ich wollte mich doch noch weiter umgucken. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Also das stört mich, dass man hier, seitdem das Spiel angefangen hat, quasi keine Freiheiten hat. Man wird so durchgelotst wie in einem Film. Das ist natürlich genau der Effekt, den die Macher erzielen wollen, aber finde ich halt einfach nicht so. Ich will ja schließlich Verzeihung. Ein Spiel spielen und keinen Film.
wieder einiges craften. Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Nunca tuvimos nuestra luna de miel. Mein herzliches Beileid. Quizás haga el viaje por mi cuenta. So wirklich aussieht auf Friedhofen Mexiko beim Tag der Toten. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Mein Fehler. Echt schön. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Todos los frescos, manzanas, zanahorias, aguacates, plátanos y tomates. Doctor, son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen.
Weimar. Okay, so die Textur der Wand. Echt schön. Ich möchte da jetzt auch sein. Sieht so nach lauer Sommernacht aus. Aber das ist auch ein schönes Fotomotiv. Ach, normal. Da, das ist doch cool. Das finde ich ganz cool. Was die für riesen Hände hat. Ja. Ich möchte diesen Fotomodus beenden. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Oye. ¡Fuera de mi oficina! ¿Wie bitte? Cierra la puerta al salir. Jawohl. NPCs auch viele unterschiedliche Gesichter haben. Es wird sehr viel Liebe zum Detail gemacht, auf jeden Fall. Richtig schön. Ich frage mich, ob das der schönste Abschnitt des Spiels bleibt. Es ist halt auch sehr vielfältig. Man hat hier viel Grün, man hat die Häuser, viele Lichter und Farben. Das ist natürlich schwer zu toppen. So viele Texturen. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Ich vergesse manchmal, dass ich was machen muss. Habe, dann kann ich Tabulator drücken und dann müsste doch eigentlich was kommen, oder nicht? Naja.
Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Schön muckis, die Dame. Sieht gut aus. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Fasziniert. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Ich tue dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Geräuschkulisse ist auch schön. Das Meer. Meeresrauschen. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chuck'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chuck'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ja, dann gucken wir mal. Was? Ich muss da runter. Okay, das müsste gehen. Commander Rogue, sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Thank you.
Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Ich habe vergessen, Pfeil nach unten zu drücken. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Genau zu sein, zieht sich das Thema Totenkopf durch die ganze Reboot-Trilogie. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Geglitzert. Ja. Ach, die
Die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Ich denke, ich höre jetzt mal auf mit dem ersten Teil, weil ich erstmal checken will, ob das jetzt alles mit der Aufnahme funktioniert hat. Ja. Ich hoffe, du bist bei Teil 2 wieder dabei. Also, bis dann.